Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Ihr seht's an der Mütze, es ist wieder Retro-Panda-Quetzig-Zeit. Und heute habe ich einen Titel, der, glaube ich, bei uns nicht erschienen ist. Schade, schade, schade. Oder wir werden vielleicht mal sehen, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht, wie sein Ruf ist. Und zwar Alien vs. Predator. Ich weiß auch genau, wie ich damals zu den PC-LAN-Zeiten, da gab es auch ein Alien vs. Predator-Spiel auf den Computer, wo man halt diese drei verschiedenen Fraktionen spielen konnte. Das haben wir natürlich immer schön im Netzwerk gezockt. Die Aliens haben halt natürlich nur Nahkampfangriffe und dafür verwundbarer. Dafür konnte man dann halt an Decke langlaufen und so weiter. War eigentlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und mich hat es etwas verwundert, muss ich sagen, dass es das auch auf den Gameboy geschafft hat, weil das ja eigentlich eher so eine kindliche Plattform ist. Aber naja, wenn man solche Spiele wie Terminator 2 und sowas sieht, das ist ja wirklich, da wurde alles Actionfilmmäßige, was einigermaßen populär war, einfach portiert. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorrede, wir schauen einfach mal rein. Der Sound, muss ich schon sagen, der geht mir jetzt schon so etwas auf den Keks, muss ich sagen. Dieses hochgepitchte, wenn der Text eingeblendet wird, dieses Tri-ri-ri-ri-ri. Boah. Okay. Oh. Hübsch. Ich meine, haben so ein relativ großes Sprite genommen. Okay, ich kann mit A springen und mit B schlagen. Wie ihr seht, das Springen ist sehr... Ich nenne es mal behäbig. Also nicht wirklich gut. Ich dachte, diese Predator, das war noch relativ agil in den Filmen, oder? Es ist schon eine längere Zeit her, dass ich die geguckt habe, aber die waren agil. Okay, was haben wir da? Irgendwas zum Einsammeln? Auch das. Ah. Ich wollte gerade sagen, oh, da ist ein Alien-Ei, dann kommt bestimmt der erste Alien. Aber dann kommt der so. Da kann man fast nicht reagieren. Herrliche Kriechanimation. Okay, ist es ein Alien? Vielleicht kriechen die anders als wir Menschen, aber so in der Hocke dann? Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig. Okay. Oh, das ist ein großes Alien. Das große Alien war jetzt mit einem Schlag tot. Und der Facehugger muss sich mehrmals drauf einschlagen. Was für einen Sinn macht das? Hier wieder was einsammeln? Oh. Respawne Gegner, wie ich es liebe. Ist immer der solide Bestandteil eines guten Spiels. Nicht. Was haben wir hier denn überhaupt? Wieso kann ich eigentlich nur schlagen? Kann ich hier irgendwie... Die Predators haben noch verschiedene Waffen. Einmal natürlich diese Klinge, was das wahrscheinlich sein soll. Denn hier diesen Laser, Pew Pew. Und die verschiedenen Sichten haben die ja auch noch, ne? Gucken. Okay, Start ist Pause. Ah. Invisibility, Bombs, Laser Cannon. Alles auf seinen Daumen hoch. Wristblade. Cutting Disc. Laser Cannon, okay, der ist auf der Schulter. Da sind sie richtig. Aber die Grafik an sich, die ist gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Okay. Ja. So, ich dachte, ich wähle das jetzt aus, jetzt kann er benutzen. Ah, da muss man schnell reagieren und schon im Sprung quasi. Trotzdem erklärt sich mir nicht, warum die großen Aliens nur einen Schlag aushalten und die Facehugger mehrere. Muss ich hier hoch? Habt ihr das gerade gesehen? Diese Aliens sind ja verdammt flink und das ist ja gerade die Schwierigkeit bei diesen Viechern. Und er kommt so... Haben die irgendwie verringerte Gravitation da oder... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber... Boah, diese Musik. Kann man das überhaupt Musik nennen? Ich weiß nicht. Okay, da komme ich nicht durch. Warum auch immer. Immerhin haben sich etwas Mühe gegeben anscheinend und die Level nicht ganz so linear aufgebaut. Also immerhin. Nochmal Energie. Boah, der bewegt sich so. Auch hier diese Aliens, ne?
wieso laufen die eigentlich alle auf zwei Beinen? Mein gut, ich bin kein Experte bei den Filmen. Gottes Willen, will ich gar nicht behaupten. Aber diese Musik, die tut in den Ohren weh, oder? Was ist das? Ach, diese kleinen Würmer, ne? Wie heißen die? Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber es sind die dann aus der Brust dann rausflitschen, glaube ich, oder? Es spielt sich wesentlich zäher und schwerfälliger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Wesentlich. Boah, diese Musik. Wisst ihr was? Ich mach mal die Kopfhörer raus. Ja, da spiel ich... nee, also... Haha, übrigens, ihr hört jetzt die Musik weiter, ne? Zack. Ich hoffe, ich verpasse nichts, aber das geht mir gerade so auf den Keks. Okay, ja. Oben haben wir immerhin eine kleine Karte, die das alles mitschneidet anscheinend. Zack. Ich bin tot. Schade. Ja, komm. Ja. Ich starte ganz am Anfang. Gottes Willen. Warum das denn? Okay, also man muss die wirklich in der Luft erwischen. Macht sogar ein bisschen Sinn. Weil sonst hat man sie im Gesicht, dann wird man sie schwer los, ne? Weil. Naja. Okay. Ich weiß nicht. Wenn man bedenkt, wie agil diese Predators in den Filmen waren. Von Baum zu Baum springen sie. Komm her. Also ich wollte gerade sagen, das Ey kann doch nicht mal die Stufe hoch. Also die AI scheint nicht die beste zu sein. Habe ich da gerade einen Facehugger am Rücken? What the fuck? Ach, da ist Energie. Ich frag mich ja... Ich drücke jetzt gerade mal beide Knöpfe auf einmal, deswegen springe ich gerade etwas so seltsam. Weil ich mir dachte, dass ich da vielleicht irgendwie eine Waffe vielleicht mal... Oh. Man kann ja auch nicht so ein Ach, man kann so ein bisschen nach oben und unten gucken, immerhin. Aber es steuert sich einfach viel zu zäh. Also man merkt die Lieblosigkeit der Entwickler. Kann man nicht anders sagen. Also ich habe schon schlechtere Spiele gespielt hier, das muss ich sagen. Aber das heißt nicht, dass das Spiel gut ist. Ja? Um Gottes Willen. Das ist ein bisschen Metroidvania oder was? Oh. Den habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Der war jetzt so eingeblendet in den Hintergrund. Wäre das wenigstens so eine Art Brawler, der nicht so linear ist oder sowas? Also, aber dieses Kampfsystem, wenn man das so bezeichnen will, ist eindeutig keine Mühe reingeflossen, wie man sieht. Also, dass man getroffen wird, das kann man eigentlich fast gar nicht verhindern. Gut, es kann natürlich sein, dass ich mich mal wieder ein bisschen blöd anstelle. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber Leute, mal gucken, wo ich hin muss. Hier war ich, glaube ich, schon, wenn ich das richtig sehe. Leute. Ach, da ist ein Schlüssel, okay. Der Schlüssel war dann, glaube ich, weiter unten. Aber auch das hätte man... Oh, das scheiß Alien. Komm her. Ich habe den doch getroffen. Mann! Habe ich wenigstens den Schlüssel irgendwie behalten? Sieht man hier so tolle Sachen, ne? Ah, jetzt blinke ich. Ich musste nochmal Select drücken. Also da hätte man ja auch drauf kommen können, lieber Panda. So. Hä? Kann man jetzt die Laser kennen?
Okay. Okay, das ist jetzt eine Bombe. Das heißt, ich muss die Sachen erst einsammeln und dann umständlich in dem Menü auswählen? Guck, ob ich das einigermaßen nachgestellt kriege. Es ist natürlich spiegelverkehrt, ne? Ähnlichkeit? Ich meine, ich hab ja nicht so eine Halbglatze, leider. Okay, mal gucken, ob ich jetzt Bomben einsetzen kann. Ja. Spitzenbomben. Superbomben. Ich lege da auf den Boden und irgendwann gehen sie hoch. Super. So erledige ich meine Aliens. Das Legen hat den schon getötet. Hä? Ey. Das ist Energie. Es ist auf jeden Fall auch nicht leicht, weil man kann eigentlich nicht verhindern, dass man einen Treffer ja reinbekommt. Weil ihr seht es ja selber, wie die manchmal hier rumfitschen. Na, natürlich kann er nicht im Springen eine Bombe werfen. Das wäre ja auch viel zu einfach. Mann. Mach ich hier wieder Wristblade. Da weiß man wenigstens, was man hat. Ja, komm her. Es spielt sich so zäh. Und ich komme auf diese Kriechanimation nicht klar. Ich weiß nicht warum, aber es sieht so albern aus. Wenn man bedenkt, dass das einer der größten Trophäen-Hunter des Universums sein soll. Also Jäger. Mit sowas. Schwierig. Würde ich mal sagen. Schwierig. Ich will nur mal kurz gucken. Ich habe eigentlich schon keinen Bock mehr. Aber hier ist ja der Schlüssel. Also das Kampfsystem besteht daraus, dass es ein kleiner Reaktionstest ist. Ja, vor, keine Ahnung, 10 Jahren hätte man da vielleicht ein... Oh, nun komm! Man ist mal kurz unverwundbar. Ein Quicktime-Event draus gemacht. Aber hier ist es halt das Spielsystem. Komm her. Warum kann der beim Springen nicht schlagen? Ist das ein behinderter Predator oder was? Und im Laufen ja auch nicht. Ah, jetzt geht die Tür auf. Jetzt haben wir zumindest mal den Bereich hier gesehen. Komm her. Also diese Aliens, die sollen ja, glaube ich, eh so etwas eher animalische Intelligenz haben, ne? Aber die haben sie noch nicht mal hier. Hey! Ah ne, Leute, aber wisst ihr, ich habe echt keinen Bock mehr, oder? Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass ich hör doch mal in den Sound rein, was ich euch jetzt die ganze Zeit angetan habe. Oh Gott, gar nichts. Nee. Sieht genauso aus, wird genauso laufen. Ich glaube, da haben wir echt nichts verpasst, dass das hier nicht erschienen ist. Aber danke, dass ihr diesmal reingeschaut habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.